Ich möchte Sie als Stadtverordnetenvorsteher im neuen Jahr herzlich begrüßen und wünsche Ihnen, dass es ein schönes und ein gesundes Jahr 2021 für Sie wird. Auch von meiner Seite als Oberbürgermeister wünsche ich Ihnen für das neue Jahr alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. Das letzte Jahr hat begonnen mit voller Vorfreude auf die Sale 2020. Aber dann kam alles anders. Ab März hat die Pandemie unser Leben überall in Bremerhaven bestimmt. Wir haben sofort einen Krisenstab eingerichtet. Der Krisenstab leistet bis heute hervorragende Arbeit. Ich möchte mich ausdrücklich für diese Arbeit bedanken. Das ist wichtig für uns alle. Auch wenn die Corona-Krise gerade nach dem ersten Lockdown vieles von unserem gewohnten Leben zum Erliegen gebracht hat, haben die demokratischen Institutionen ihre Arbeit nicht eingestellt. Nach anfänglicher Zurückhaltung haben die Stadtverordnetenversammlung und die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung weiterhin getagt. Sicher unter veränderten Bedingungen, mit Abstand, aber immer funktionsfähig. Wir mussten dann im Laufe des Jahres die Sale 2020 absagen. Das war hart für uns alle. Es gab einen kleinen Trost, eine wunderbare Bilderausstellung für die Sale-Aktivität nach 1986 im Historischen Museum. Und es gab dann auch im Sommer das Richtfest für den Erweiterungsbau des Auswandererhauses. Ein kleines Stück Normalität in der Pandemie und ein kleines Stück Weiterentwicklung der Stadt Bremerhaven. Ich habe mich mit anderen sehr darüber gefreut, dass wir über den städtebaulichen Rahmenwettbewerb für das Werftquartier jetzt einen Gewinner gefunden haben, das international anerkannte, renommierte Büro aus Kopenhagen, COBE. Das Werftquartier wird sich weiterentwickeln. Ein tolles Stück Zukunft für die Stadtgemeinde Bremerhaven. Was mich ebenfalls sehr begeistert hat, neben vielen anderen im letzten Jahr, war die Rückkehr der Polarstern. Es war einfach nur tolles Wetter. Die Schiffshupen waren überall zu hören. Da bekommt man feuchte Augen. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, was mittlerweile aus Bremerhaven heraus geleistet wird. Die größte Expedition aller Zeiten, und das organisiert und durchgeführt vom AWI in Bremerhaven. Darauf können wir alle nur stolz sein. Die Rückkehr der Polarstern hat gezeigt, was Bremerhaven kann. Jetzt kommt es darauf an, dass wir vernünftig und solidarisch sind, um die Pandemie weiter einzudämmen. Nur so können wir die Pandemie meistern. Das wünsche ich mir für uns alle. Auch von meiner Seite her nochmals alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie von allem gesund und uns wohlgesonnen. Vielen Dank.